Mein Name ist Valeria Hofer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet für Gebäudeenergiesysteme der TU Berlin. Aktuell heißt das Fach, hat sich vor kurzem umbenannt, es heißt jetzt Energy, Comfort and Health in Buildings. Und ich beschäftige mich dort seit gut 6, 7 Jahren jetzt mit dem Thema Contamination Control, insbesondere in Operationssälen und in Reinräumen. Und habe mich da insbesondere auf Reinräume mit einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung spezialisiert. Und Sie kennen ja den Titel der Präsentation. Aufgrund des Titels haben Sie sich ja wahrscheinlich dafür angemeldet. Da steht jetzt die Frage, welche Zulufgeschwindigkeit ist für eine stabile Strömung notwendig? Und ja, diese Frage fand ich sehr spannend. Und es gibt ja so eine kleine Richtgeschwindigkeit, die wahrscheinlich dem einen oder anderen geläufig ist. Mehr dazu später. Und ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, muss die wirklich sein oder kann man das nicht anders machen und vielleicht eine Auslegungshilfe dafür entwickeln? Und so habe ich mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema befasst, eben vor allem auf der Forschungsseite, und versucht hier ein bisschen was Neues zu entwickeln. Diese Präsentation ist wie folgt gegliedert. Ich muss hier einmal kurz reinklicken. So. Es sind vier Punkte. Ich werde das Ganze in drei Parts gestalten. Zunächst werde ich mal auf diese Strömungsform turbulenzarme Verdrängungsströmung eingehen, mal erläutern, was das überhaupt ist, wie sie funktioniert und auch diesen Begriff turbulenzarm mal ein bisschen erläutern. Dann kommt ein kleiner Break. Hier können wir Fragen stellen und über ein paar Themen diskutieren. Im Anschluss geht es um den Stand der Technik hinsichtlich dieser TAV-Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit bei turbulenzarmen Verdrängungsströmungen. Was wird in der Praxis verwendet? Was sagen die Normen? Und als Letztes kommt dann das, was ich entwickelt habe. Ich habe nämlich versucht, eine Auslegungshilfe zu entwickeln und die kontaminiertes Raumvolumen getauft und habe hierzu eben meine Promotion gemacht und möchte hier die Hauptergebnisse präsentieren. Und ich habe hier zwei Gleichungen erstellt, die es dann ermöglichen, für einen Reinraum mit TAV bei Wärmequellen, eben die in solchen Räumen sind, auch eine Zulufgeschwindigkeit beispielsweise auszulegen. Und weil man natürlich immer auch ein paar Zahlen dazu braucht, mal ein Gefühl dafür kriegen muss, ja, was heißt das denn, wie weit kann ich denn die Geschwindigkeit hier runterregeln, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht und möchte auch so ein bisschen auf das Energieeinsparpotenzial eingehen. Aber um erstmal ins Thema einzusteigen, beginnen wir mit der Einführung mit Begrifflichkeiten und eben auch der turbulenzarmen Verdrängungsströmung. Zunächst mal alle, die jetzt nicht ganz im Reinraumkontext sind. Reinräume sind Räume, in denen die Anzahl luftgetragener Partikel kontrolliert wird. In solchen Räumen werden zum Beispiel pharmazeutische Produkte hergestellt, Halbleiterchips werden hergestellt und man versucht eben Produkte herzustellen, die man vor einer unerwünschten Kontamination schützen muss. Aber wie auf dem Bild zu sehen ist, arbeiten auch Personen im Reinraum und die müssen natürlich auch vor Kontaminationen geschützt werden. Es geht also um Produkt- und Personenschutz. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man daran arbeitet, aber eine Hauptmethode ist Lüftungstechnik, die man einsetzt. In diesem Diagramm sehen wir Luftwechselraten für verschiedene Gebäudetypen oder Raumtypen, zum Beispiel für Wohngebäude, eben für Büroräume und Reinräume. Bei Wohngebäuden, wie oft macht man denn zu Hause das Fenster auf? Ein paar Mal am Tag. Übliche Luftwechselraten sind dann um 0,5 bis 1. In Büroräumen hat man meistens eine mechanische Lüftung. Hier sind Luftwechselraten irgendwas um 4, vielleicht auch 8. Und in Reinräumen haben wir da ganz andere Größenordnungen. Es gibt Reinräume, die eben mit einer in der Raumlufttechnik Mischlüftung genannt arbeiten. In der Reinraumtechnik heißt das dann turbulente Verdünnungsströmung. Da haben wir irgendwas im Bereich um 30, also 30 Mal pro Stunde wird die Luft ausgetauscht. Und in Reinräumen mit einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung deutlich mehr, ungefähr 540 Mal pro Stunde, auch mal 600 Mal in der Stunde. Und man sieht jetzt im Vergleich eben zu Wohn- oder Büroräumen, ist das einfach ein wahnsinnig großer Faktor, der da dazwischen ist. Es ist eine wahnsinnig große Luftmenge, die transportiert mit und überall dort, wo viel transportiert wird, kann man eben auch viel einsparen. Und das war so ein bisschen der Grundgedanke, warum ich mich mit dem Thema dann intensiver befassen wollte, und wie meine Arbeit auch entstanden ist. Ja, ein Reinraum mit einer Verdrängungsströmung schaut dann beispielsweise so aus. Das ist auch eine Prinzipskizze des Reinraums oder eines Reinraums, den wir hier im Fachgebiet stehen haben. Diese Räumlichkeiten haben üblicherweise ein Deckenplenum und in diesem Deckenplenum sind Filterventilatoreinheiten verbaut. Eine Kiste, die einen Ventilator beinhaltet, der die Luft aus dem Plenum ansaugt. Und endständig als letzte Ebene vor dem Raum ist dann eben ein Filterelement, und zwar ein HEPA-Filter oder ULPA-Filter. High Efficiency Particulate Air oder Ultra Low Penetration Air Filter. Und diese Filter filtern 99,99 und noch ein paar Nachkommastellen Prozent der Verunreinigungen aus der Zuluft und somit ist die Zuluft im Grunde kontaminationsfrei. Die Zuluft gelangt dann über die gesamte, meistens Deckenfläche in den Raum, durchströmt den Raum kolbenförmig,
kommt über perforierte Bodenplatten in einen Doppelboden und wird dort wieder abgesaugt, ins Deckenplenum zugeführt und somit haben wir zum allergrößten Teil Umluft und dem wird noch ein kleiner Teil Außenluft beigemischt, damit wenn da Personen arbeiten, damit die natürlich auch mit der CO2-Konzentration keine Probleme haben. Und wenn man jetzt irgendwo im Raum Partikel freisetzt, dann ist es das Ziel, diese auf möglichst direktem Wege aus dem Raum zu verdrängen. Und wenn irgendwo in der Umgebung ein Produkt hergestellt wird und eine Person steht, dann ist es das Ziel, dass diese Kontamination das Produkt oder die Person eben nicht trifft, sondern abgeführt wird. Es gibt in der Reinraumwelt Normen und Richtlinien und auch Gesetze, die relevant sind und die eine Rolle spielen. Eine Normenreihe, die weltweit relevant ist, ist die DIN-EN ISO 1464. Also das ist jetzt die deutsche Ausführung, die ich hier zitiere. Beispielsweise gibt es hier eine Norm, die dieses Jahr rausgekommen ist, die zum Thema Energieeffizienz. Und hier ist jetzt eine neuere oder aktuelle Definition dieses Wortes, turbulenzarme Verdrängungsströmung. Und die Norm definiert Reinräume mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung als auf Englisch Unidirectional Airflow, UDAF. Und der Wortlaut ist, es ist eine geregelte Luftströmung mit gleichförmiger Geschwindigkeit und nahezu parallelen Luftströmen über den gesamten Querschnitt eines reinen Bereichs. Also was in diesem Text drinsteht, ist, dass es eine geregelte Luftströmung ist, dass es eine gleichförmige Geschwindigkeit ist, soll also auch annähernd homogen sein, die Geschwindigkeitsverteilung, und die Luftströme sollen so parallel wie möglich sein. Das deutet darauf hin, dass eine laminare Strömung gewünscht ist. Genau. Also diese zwei oder drei Themen hier sind eben relevant. Und als Anmerkung, was ich eben meinte, eine solche Luftströmung bewirkt einen gerichteten Transport von Partikeln aus dem reinen Bereich zum Ausgang. Und das Wort oder dieser Wortlaut hier, turbulenzarme Verdrängungsströmung, dieses Wort turbulenzarm gibt dann manchmal ein bisschen Verwirrung. Ja, was bedeutet das denn überhaupt? Hierzu habe ich ein Bild mal mitgebracht von Professor Fitzner. Deshalb auch schön, dass er heute hier ist. Hier ist ein Bild von ihm. Was bedeutet turbulenzarm? Wenn man jetzt einen Reinraumtechniker fragt, dann sagt er, ja, halt ein geringer Turbulenzgrad, Strömung mit geringem Turbulenzgrad. Wenn man einen Strömungsmechaniker fragt, dann sagt er, ja, das gibt es gar nicht, dieses Wort. Es gibt eine laminare Strömung, es gibt eine turbulente Strömung und dazwischen gibt es nichts. Und was damit gemeint ist, ist tatsächlich eine turbulente Strömung mit einem sehr, sehr geringen Turbulenzgrad. Und dieses Bild verdeutlicht mal den Unterschied zwischen einer laminaren Strömung links und einer turbulenten Strömung mit sehr geringem Turbulenzgrad. Das Bild wurde in einem Raum aufgenommen, wo hier eine Verdrängungsströmung herrscht und an dieser Seite hier wurde ein Laminarisatorgewebe angebracht. Auf der rechten Seite ein Lochblech mit einem freien Querschnitt von 40% und einer Lochgröße von 4 mm. Und im linken Bild entsteht dann tatsächlich eine laminare Strömung. Und im rechten Bild sieht man eben den Queraustausch zwischen den Schichten. Hier links, also das ist ein Rauchfadenbild, das entstanden ist. Man hat hier im Raum einen dünnen Draht, einen sehr, sehr dünnen Draht aufgespannt, mit Öl beträufelt und beheizt. Das Öl verraucht und wird mit der Strömung mitgetragen. Und man sieht, dass diese Rauchbahnen parallel zueinander sind im linken Bild. Also es ist wirklich eine laminare Strömung. Und rechts sieht man eben die Verwirbelung, die horizontale, den horizontalen Queraustausch, also eine turbulente Strömung. Im linken Bild haben wir einen Turbulenzgrad von unter 1%. Je nachdem, wie man ihn misst, kann man ihn im Grunde eigentlich auch gar nicht messen, weil man eh innerhalb der Messunsicherheit der Sonden liegt. Und hier rechts im Bild haben wir einen Turbulenzgrad von ungefähr 5%. Also man sieht, beides im Grunde eine gerichtete Strömung von oben nach unten. Zwischen laminar und turbulent, mit geringem Turbulenzgrad, hat man aber immer noch einen Unterschied im Turbulenzgrad. Und, aber insgesamt ist er auch bei einer turbulenzarmen Strömung gering. Und hierzu haben wir mal bei uns am Fachgebiet auch Untersuchungen durchgeführt an einer Filterventilatoreinheit, was ganz spannend war. Wir haben in den Reinraum eine Filterventilatoreinheit gestellt, die also endständig ein Filterelement hat. Das besteht dann aus einem plissierten Filtermaterial, Filtermedium. Das ist das Beispiel hier links. Wir haben unter diesem Filter an 100 Messpunkten die Geschwindigkeit gemessen mit omnidirektionalen Hitzdrahtanemometern und dann das Geschwindigkeitsfeld eben aufgetragen. Links im Bild, wenn man einfach die FFU in den Raum stellt, sieht man, es entstehen doch sehr unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche. Man sieht, es entstehen an manchen Stellen Bahnen, an denen die Geschwindigkeit wirklich sehr, sehr klein ist. Es entstehen aber auch Bahnen oder Bereiche, in denen die Geschwindigkeit deutlich höher ist. Diesen Effekt kann man auch ein bisschen damit erklären, dass Filter ja plissiert sind, somit immer Bereiche vorhanden sind, an denen, also gefaltete Bereiche, an denen dann eine höhere Dichte des Filtermaterials besteht.
und natürlich dort weniger, also die Luft nicht weniger durchkommt, sondern da Strömungswiderstand höher ist und der Druckverlust höher ist und die Strömungsgeschwindigkeit dadurch kleiner ist und in Bereiche, in denen die Faltung eben nicht gerade eine Kante ist, sondern wir im Filtermaterial sind und dort eben die Luftgeschwindigkeit ein bisschen höher ist. Und man sieht, so wie dieses Filterelement ist, ist es nicht so ganz gleichförmig mit dieser Geschwindigkeitsverteilung. Es gibt einen Gleichförmigkeitsindex, der ausdrückt, wie gleichförmig die Geschwindigkeit ist. Diese Gleichung besteht aus der Zahl 1 minus der Standardabweichung der Geschwindigkeit durch den Mittelwert der Geschwindigkeit. Das bedeutet, man macht den Mittelwert über alle Messpunkte, also in dem Fall über 100 Punkte, und schaut sich die Standardabweichung an, also wie stark schwanken einzelne Messpunkte um den Mittelwert. Wenn der Wert 1 ist, heißt das, an allen Messpunkten haben wir denselben Wert, dieselbe Geschwindigkeit. Wenn der Wert kleiner als 1 ist, heißt das, es ist doch recht ungleichmäßig oder es wird, je weiter es Richtung 0 tendiert, ungleichmäßiger. Und hier sehen wir, der Wert war 0,66 bei einer mittleren Geschwindigkeit bei 0,46 Meter pro Sekunde. Und rechts haben wir ein Laminarisatorgewebe unter den Filter gespannt, also ein Gewebe, das aus Fasern besteht, die einen gleichmäßigen, sehr gleichmäßigen und kleinen Durchmesser haben. Das Gewebe ist sehr, sehr gleichmäßig gespinnt und bricht dann größere Turbulenzstrukturen einfach in ganz kleine auf, die dann dissipieren. Und hier hatten wir dann einen Gleichmäßigkeitsfaktor von 0,97. Bei gleicher Drehzahl eine etwas geringere Geschwindigkeit, weil eben der Druckverlust natürlich auch hier ein bisschen höher war. Ja, dadurch wurde das Ganze vergleichmäßig und auch im Turbulenzgrad sieht man, dass sich da was getan hat. Links war der mittlere Turbulenzgrad 6% und rechts 3%. Und das sieht man auch, wenn man denselben Versuch nochmal mit einer geringeren Strömungsgeschwindigkeit macht, 0,2 Meter pro Sekunde beispielsweise. Dann haben wir hier links wieder den Gleichmäßigkeitsfaktor, der recht klein ist, 0,63 und rechts 0,96. Bei einem Turbulenzgrad links von 9% und rechts von 5%. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Laminar und Turbulenzarm beziehungsweise turbulent mit sehr geringem Turbulenzgrad. Genau, und hier machen wir auch schon mal den ersten Break. Es ist erstmal Zeit für Fragen, falls schon irgendwelche Fragen entstanden sind. Und ansonsten interessiert mich auch ein bisschen der Austausch an dieser Stelle. Die Frage lautet, aus welchen Bereichen kommen Sie überhaupt? Sehr viele Namen, die heute hier dabei sind, kenne ich gar nicht. Haben Sie Erfahrungen mit Reinräumen, insbesondere mit der turbulenzarmen Verdrängungsströmung? Und ja, mit vielleicht auch laminarer oder turbulenter Strömung im Bereich. Genau. Also hat vielleicht jemand hierzu erstmal irgendwelche Fragen bis hierhin? Ja, bei mir ist es ja ganz einfach, Fitzner. Sie wissen ja, dass ich mich da mit der laminaren Strömung vor allen Dingen beschäftigt habe und natürlich mit der Reinraumtechnik. Aber das ist ziemlich lange her. Das war so in den 80er Jahren. Und an der TU hatte ich das nicht wieder aufgenommen, weil ich mich natürlich nur mit Luftqualität beschäftigen wollte. Aber dieses Thema ist mir sehr geläufig. Ich hätte mich nicht eingeschaltet, wenn noch jemand anders sich gemeldet hätte. Ich schalte mal wieder aus. Was ich Ihnen allen jetzt noch verheimlicht habe, ist, ich habe ja meine Promotion letztes Jahr gemacht und hatte zwei Doktorväter. Der eine war Professor Kriegel, hier der Fachgebietsleiter am Fachgebiet, an dem ich tätig bin. Und der zweite war Professor Fitzner. Also er hat auch meine Arbeit betreut und von ihm habe ich hier in dem Bereich natürlich auch wertvolle Einblicke und Erfahrungen mitbekommen. Genau. Wenn Sie eine Wortmeldung haben und jetzt diese Möglichkeit zum Handheben nicht finden, können Sie auch einfach vielleicht Ihr Videobild kurz einschalten, wenn es geht, oder dann Ihr Mikrofon einschalten und die Frage stellen. Ich denke, das würden wir auch so hinbekommen, wenn es da weitere Fragen gibt oder Wortbeiträge zu eigenen Erfahrungen. Es ist alles klar. Ja, wie scheint. Ja, falls nicht, würde ich dann auch sagen, machen Sie erstmal weiter und vielleicht tauchen ja auch später noch. Ja, sehr gerne. Sie können auch die Fragen natürlich sammeln und am Ende stellen. Vielleicht ergeben sich da noch mehr Fragen. Sehr gerne. Gut, dann erstmal weiter im Text. Solche Räume werden natürlich belüftet mit einer gewissen Strömungsgeschwindigkeit. Vertikal durchströmte Räume, da haben wir eben eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit, die von oben eingebracht werden muss. Und jetzt schauen wir uns mal den Stand der Technik an. Wie wird die Strömungsgeschwindigkeit in THV-Reinräumen in der Praxis ausgelegt? Hier zuerst mal zum Eingang ein Grundgedanke. Was sind hier überhaupt die relevanten Punkte? Es gibt in Reinräumen mit einer Verdrängungsströmung von oben diverse Störeinflüsse. Ich habe hier mal zwei dargestellt.
Es gibt beispielsweise, wie hier links im Bild, Hindernisse, also einfach geometrische Körper, die in der Strömung stehen. Auf der strömungsabgewandten Seite entsteht dann ein Nachlaufgebiet. Wir haben hier eine Scherschicht, hier einen Strömungsabriss, eine Scherschicht. Außen haben wir immer noch, in dem Fall ist es eine Visualisierung einer laminaren Strömung. Wenn die Zuluft gefiltert ist, gibt es ja auch keine Partikel in der Strömung sind. Und hier in diesem Nachlaufgebiet, wenn man hier Partikel oder irgendeine Kontamination einbringt, dann hat sie eine sehr lange Verweildauer, weil es gibt innere Zirkulationen und hier können sich Partikel sehr lange aufhalten. Und wenn dann solche geometrischen Körper auch noch thermisch aktiv sind, also beheizt, wie rechts im Bild beispielsweise der Mensch, der ja auch gleichzeitig eine der wichtigsten Quellen im Reinraum darstellt, überlagern sich diese Effekte, der geometrische Einfluss und der Einfluss der Auftriebsströmung, die an der Wärmequelle entsteht. Wärmequelle sind gleichzeitig meistens auch Partikelquellen, wie der Mensch, gibt eben sehr viele Partikel auch ab, Partikel und Keime. Und deshalb ist er auch immer mit Reinraumkleidung schön eingehaust. Aber nichtsdestotrotz entsteht ja an seiner Körperoberfläche durch die wärmere Temperatur als die Umgebung eine Auftriebsströmung, die nach oben gerichtet ist, also eine natürliche Konvektionsströmung. Und von oben drückt die erzwungene Verdrängungsströmung entgegen. Und nun ist es natürlich das Ziel, die Verdrängungsströmung von oben so auszulegen, dass diese Auftriebsströmung wirksam unterdrückt wird und damit eine stabile Strömung vorherrscht. Und genau mit diesem Hauptthema Wärme-Partikelquellen habe ich mich befasst. Und das ist eben auch das Thema, wie man Reinräume mit einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung im Endeffekt auslegen sollte. Und die Strömungsstabilität ist eben hier ein wichtiger Punkt. Es ist nicht zielführend, wenn eine Wärmequelle im Raum ist, die dann einen so starken Auftrieb erzeugt, dass eben im gesamten Raum diese Auftriebsfahne rumwabbert und umliegende oder eben wie gesagt Personen oder Produkte, die in der Umgebung erzeugt werden oder bearbeitet werden, kontaminieren. Ja, der Stand der Technik, jetzt wird es spannend. 0,45 Meter pro Sekunde plus minus 20%. Das ist der Wert, den ich aus der Praxis mitbekommen habe. Wir haben hier ja im Fachgebiet unseren Reinraum gebaut mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung. Damals noch mit nicht so viel Ahnung und dann mal den Planer gefragt, ja, was braucht man für Strömungsgeschwindigkeit? Was ist denn normal? 0,45 Meter pro Sekunde war dann die Antwort. Und ja, warum? Das macht man so. Das ist so in Reinräumen mit DRV. Das ist üblich, Usus, Stand der Technik. Ja, aber warum? Ja, das macht man so. Das war immer schon so. Also im Grunde nicht wirklich eine Antwort, aber wir haben einige Leute gefragt und es kam eigentlich immer dieser Zahlenwert und den liest man auch recht häufig. Ich bin Wissenschaftlerin, mich interessiert dann schon, woher der Wert kommt, also habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Er kommt aus dem Jahr 1966 aus der ersten amerikanischen reinraumtechnischen Norm, die heißt Federal Standard 209a und da gibt es einen nicht verpflichtenden Anhang oder gab es damals. Und zwar gilt diese Richtgeschwindigkeit für einen horizontal durchströmten Raum, bei der ein 5 Mikrometer großes Partikel auf einer Distanz von 20 Fuß um weniger als 10% absinkt. Also man sieht hier schon so ein bisschen das Thema horizontal durchströmter Raum. Dafür wurde dieser Richtwert damals eingesetzt und hat sich seitdem eigentlich auch ziemlich festgesetzt. Selbst heute gibt es diesen Wert immer noch, auch in nicht der Normenwelt, aber so ein bisschen in den Gesetzen, wenn man sich mit pharmazeutischen Präparaten und der pharmazeutischen Industrie beschäftigt. Es gibt nämlich den Leitfaden der guten Herstellungspraxis, wenn man irgendwelche aseptischen Zubereitungen macht, irgendwelche pharmazeutischen Präparate herstellen möchte, dann gibt es ein Gesetz, in dem drin steht, wie man das macht. Und das Gesetz referenziert den Leitfaden der guten Herstellungspraxis. Und damit wird er auch gesetzlich verpflichtet anzuwenden. Im Anhang 1 von 2008 ist dann definiert, wie man in solchen Räumen, also es werden Räume unterteilt in verschiedenen GMP-Klassen. Und in der Klasse A, dort wird eine aseptische Zubereitung zum Beispiel gemacht oder eine Abfüllung. In der Klasse A ist vorgeschrieben, laminare Luftströmungssysteme sollten für eine gleichmäßige Luftströmungsgeschwindigkeit von 0,36 bis 0,54 Metern pro Sekunde als Richtwert am Arbeitsplatz sorgen. Und die Aufrechterhaltung der Laminarität sollte nachgewiesen und validiert sein. Also hier sehen wir, es steht, ein laminares Luftströmungssystem sollte da sein. Und wir haben hier wieder diesen Richtwert umgerechnet 0,45 Meter pro Sekunde plus minus 20%. Und weil das ein Leitfaden ist, der in einem Gesetz referenziert wird, muss man das auch tatsächlich anwenden. Es ist also gesetzlich vorgeschrieben. Ein bisschen anders schaut es dann in der Halbleiterindustrie aus. Dort ist die Normenwelt und die Richtlinienwelt relevant. Es gibt zum Beispiel die Normenreihe DIN EN ISO 14644. Es gibt die Richtlinie in Deutschland, die VDI 2083. Und die beschäftigt sich mit Reinräumen. Und beide Richtlinie bzw. Normenreihe gibt keine feste Vorgabe,
Und die sagen auch, geben auch keine feste Angabe eines Richtwerts. Was die machen ist, die sagen, also sie geben so einen gewissen Bereich an, in dem man sich bewegen könnte, ohne jetzt wirklich spezifisch zu sagen, wann man was verwenden sollte. Wie hier beispielsweise die Linien ISO 14634 zeigt. Es geht um Planung. Wenn man eine kleine ISO-Klasse hat, kleine Zahl, heißt eine geringe Anzahl Konzentration an Partikeln im Raum, kann man irgendwas zwischen 0,3 und 0,5 Meter pro Sekunde nehmen. Man muss natürlich jetzt immer in jedem Einzelfall sich überlegen, welcher Wert sinnvoll ist. Und bei höheren ISO-Klassen kann man dann auch noch ein bisschen reduzieren, aber natürlich muss man auch da schauen, ob das sinnvoll ist. Das sind hier nur Beispiele. Dann gibt es ein bisschen neuere Normen, die war hier von 2003. Die Richtlinie 2083 Teil 4.2 beschäftigt sich beispielsweise mit dem Thema Energieeffizienz. Und diese Norm sagt, ja, circa 0,2 bis 0,45 Meter pro Sekunde kann man einsetzen. Und wenn man jetzt eine starke Thermik hat, dann sollte man doch auch ein bisschen höher gehen. Aber recht viel mehr steht dazu dann auch nicht drin. Und die neueste Norm, die es zu diesem Thema gibt, Energieeffizienz in Reihenräumen, ist eben die Linie ISO 14664 Teil 16 dieses Jahr rausgekommen. Und da steht drin, die Luftgeschwindigkeit sollte reduziert werden, während die festgelegten Konzentrationsgrenzen für Partikel oder mikrobentragende Partikel gleichzeitig aufrechterhalten werden. Das ist ganz nett, der Gedanke, ja, Luftgeschwindigkeit reduzieren, da kann man Energie einsparen, die Produktsicherheit, Personensicherheit soll gewährleistet werden. Und als Anmerkung entsteht noch, man soll auf jeden Fall die Quellstärke berücksichtigen an Partikeln und Keimen. Und wie soll man das Ganze jetzt machen, indem man in der Gestaltung beispielsweise numerische Strömungssimulationen verwendet, indem man das Ganze dann validiert, Rauchstudien einsetzt und im Betrieb überwacht, zum Beispiel mit einem Monitoring-System. Also das zeigt, ja, der Grundgedanke ist da, man kann Energie einsparen auf jeden Fall, aber wie exakt man das macht, ist eigentlich dann jedem selber überlassen und es gibt nicht so richtig eine Auslegungshilfe. Also man muss dann wirklich immer individuell schauen, was geht und am besten umfangreiche Studien dazu machen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Und an dieser Stelle folgt dann auch der zweite Break. Ich habe hier wieder ein paar Fragen gestellt. Ich hoffe, vielleicht hat diesmal jemand Erfahrungen damit. Beispielsweise, falls Sie jetzt ein Planer oder ein Anwender eines Reihenraums sind, nutzen Sie ja auch eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit und warum welche? Versuchen Sie vielleicht auch im Betrieb die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren? Und haben Sie Erfahrungen mit dem Thema Betriebssicherheit und Energieeinsparung? Oder gibt es vielleicht allgemeine Fragen zum Thema bis hier? Ich schaue mal in den Chat, ob hier vielleicht sich was ergeben hat. Ja, wenn sich sonst niemand meldet, will ich vielleicht noch mal eine Frage stellen. Ja. Dieses Bild 13, wo Sie diese beiden die Hindernisse dargestellt haben, haben Sie das auch mit der Turbulenzarmströmung mal untersucht? Nein, also wir haben die Reihenräume, zunächst hatten wir dann eben ganz normale Filterventilatoreinheiten in der Decke verbaut und eben gemerkt, dass wir da keine perfekt gleichmäßige Strömung hatten. Und weil wir natürlich doch gleichmäßige oder sehr neutrale Randbedingungen schaffen wollen und Experimente machen möchten, die auf jeden Fall wiederholbar sind, haben wir uns dann dazu entschieden, den Grenzwert zu nehmen und eine laminare Strömung einzusetzen. Also das ist ja in allen Normen und Richtlinien steht ja, dass die Strömung soll möglichst parallele Luftströme haben. Sie soll laminar sein, steht in manchen Bereichen eben. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dann wirklich den Grenzwert zu nehmen. Und damit haben wir wirklich eine wirklich sehr, sehr gleichmäßige Raumluftströmung und die Versuche sind absolut wiederholbar. Hier ist ja, dieser interessante Effekt, dass es hier so einen Abstand gibt. Und da ist natürlich die große Frage, ob das in der turbulenzarmen Strömung auftritt oder nicht. Aber das haben Sie vielleicht schon mal gesehen? Das würde mich interessieren. Leider haben wir dann recht schnell den Umbau vollzogen und es ist sehr, sehr, sehr umständlich, diese Laminarisatoreinheiten wieder auszubauen. Visualisierung ist auch ein bisschen tricky und wir hatten dann eben diese Visualisierungen und Messungen mit einer laminaren Strömung gemacht. Das wäre natürlich sehr interessant, auch entsprechende Untersuchungen mit einer turbulenzarmen Strömung zu haben. Ja, klar. Schönen Dank. Gerne. Ja, gibt es weitere Fragen? Oder Erfahrungen? Ich bin auch sehr daran interessiert, wenn vielleicht jemand hier in dem Bereich arbeitet, was gemacht hat, dass er da vielleicht auch seine Erfahrungen teilt.
aber ich glaube, es scheint keine Handmeldung zu kommen. Erstmal nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach Gehen wir weiter. weiter, vielleicht wird es dann. Vielleicht kommen dann die Fragen. So, wir müssen wieder zur aktuellen Folie zurückkehren. Genau, dann kommt jetzt der dritte Block. Ah, hier, Entschuldigung, ich lese hier gerade einen im Chat. Ich lese mal vor. Von Eileen Deutenbach. Aus der Planung kennt man schon diesen Richtwert von 0,5 Meter pro Sekunde, wobei ich für mich sagen muss, dass ich sehr wenig Erfahrung mit höher klassifizierten Reihenräumen und deren Planung habe. Aktuell planen wir bei mir im Büro Reihenräume Klasse C und D, aber eher mit Mischung. Ja, natürlich, das ist dann eine turbulente Mischlüftung, genau. Genau. Da gibt es dann ja ein bisschen andere Auslegungsgrundlagen. Da legt man dann ja eher nach der zu erwartenden Quellstärke aus. Da legt man dann eben die Luftwechselrate beziehungsweise den Zuluftvolumenstrom aus. Das ist dann ja hier ein bisschen anders in dem Bereich, genau. Gut. Dann ja, gehen wir in den letzten Block über. Ich denke auch, das ist ein Grund, warum Sie eingeschaltet haben. Es geht jetzt hier um diese Auslegungshilfe kontaminierte Raumvolumen. Zunächst mal möchte ich ein bisschen aufs Grundkonzept eingehen, was ich darunter überhaupt verstehe. Links im Bild sehen wir also eine Quelle, eine Wärmequelle, die im Raum steht. Und diese Wärmequelle ist auch gleichzeitig eine Partikelquelle. Und es wird also eine Wärmeleistung an die Umgebung abgegeben. Und dadurch erwärmt sich die Luft an der Oberfläche, steigt auf. Eine Auftriebsfahne möchte sich formieren, die wird aber durch die Verdrängungsströmung von oben abgelenkt und verdrängt. In dem Fall hier haben wir eine hohe Zuluftgeschwindigkeit. Die Kräfte von unten sind klein im Vergleich zu den Kräften von oben. Und ja, die Strömung wird abgelenkt. Es entsteht hier eine Walze um diese Quelle. Und wir sehen, dass dieser Bereich, dieser geometrische Bereich, der eben durch diese Auftriebsströmung beeinflusst wird und dann, wenn es eine Partikelquelle ist, auch mit Partikeln kontaminiert sein kann, eben begrenzt ist. Und genau dieser geometrische Bereich, den ich gerade angesprochen habe, den nenne ich eben kontaminiertes Raumvolumen. Innerhalb dieses Bereiches haben wir oder können Partikel auftreten, außerhalb des Bereiches nicht, weil ja die Zuluft gefiltert ist und partikelfrei ist. Wenn man jetzt die Wärmeleistung dieser Quelle erhöht oder die Zuluftgeschwindigkeit reduziert, wie hier rechts im Bild, passiert Folgendes: Dieses kontaminierte Raumvolumen wird vor allem in radiale Richtung erstmal größer, diese Wirbel werden also deutlich breiter. Und irgendwann, wenn man das Ganze noch weiter intensiviert, wird es auch deutlich höher. Und irgendwann übersteigt dann wirklich diese Auftriebsfahne oder halt diese Wirbel übersteigen dann irgendwann wirklich die Oberkante der Zylinderquelle. Ein Auftriebsstrahl möchte sich formieren. Und jetzt kommt es halt ein bisschen aufs Kräfteverhältnis drauf an, Kraft von unten, Kraft von oben. Wie stark das jetzt hier durchbricht und ob dann vielleicht auch große Wirbelballen sich ablösen und den stationären ganzen Raum umwabern. Und es gibt verschiedene Einflussgrößen, die das System beeinflussen. Hier habe ich mir mal Gedanken gemacht, was sind die wesentlichen Einflussgrößen? Welche Einflussgrößen könnte ich untersuchen? Und ja, wie kann ich dann eben das kontaminierte Raumvolumen damit bestimmen? Und für meine Untersuchungen habe ich ein paar Vereinfachungen vorgenommen, weil man kann natürlich nicht alles untersuchen. Irgendwo muss man anfangen. Wie Professor Fitzner schon angemerkt hat, laminare Strömung, turbulenzarme Strömung, was habe ich denn genommen? Ich habe hier eine laminare Strömung verwendet, weil das eben der untere Grenzwert ist und das, was eigentlich in den Normen und Richtlinien und Gesetzen eigentlich auch am ehesten gewünscht ist, als Grenzwert, wenn möglich. Und habe als Geometrie, weil ich nicht alle Geometrien untersuchen konnte, erstmal eine ganz, ganz einfache Volumengeometrie verwendet und das ist eine Zylindergeometrie. Das heißt, die Modelle, die hier entstanden sind, sind nicht gültig für ganz, ganz, ganz lange und schmale Elemente, sondern für alles, was annähernd eben einer Zylindergeometrie entspricht. Alles, was man irgendwie eben annähernd auf eine Zylindergeometrie zurückführen kann. Und die Zylindergeometrie ist eben abzubilden durch einen Radius. Hier in dem Fall ist zweimal der Radius, also der Durchmesser angegeben und die Höhe. Dann haben wir noch eine konvektive Wärmeleistung, die natürlich diese Auftriebsströmung sehr stark beeinflusst. Und von oben drückt die Verdrängungsströmung mit einer Zuluftgeschwindigkeit. Und das sind die primären Einflussgrößen, die eben auf dieses kontaminierte Raumvolumen einwirken. Und ja, nun habe ich Untersuchungen gemacht, die Einflussgrößen variiert, die Größe des kontaminierten Raumvolumens gemessen, eben die radiale Ausdehnung, die vertikale Ausdehnung. Und habe mir die Frage gestellt, ist es jetzt immer diese Gerüchtgeschwindigkeit 0,5, 0,45 Meter pro Sekunde? Ist das notwendig oder kann man davon eben auch abweichen? Ich habe mir zwei wissenschaftliche Fragestellungen gestellt und dann noch so ein bisschen als Bonus das energetische Einsparpotenzial angeschaut. Und die erste Frage ist, kann man irgendwie eine Stabilitätsgrenze
festlegen. Kann man irgendwie einen Grundgedanken, eine Kombination dieser vier Einflussgrößen nehmen, diese mit Exponenten versehen und dann vielleicht einen Zahlenwert finden, für den diese Kombinationen der Einflussgrößen dann eben stabil sind, beziehungsweise nicht. Also was ich damit meine ist, um es vielleicht mal mit anderen Worten zu erläutern, wenn ich alle Einflussgrößen nehme und passende Exponenten finde, dann verhalten sich Kombinationen der Einflussgrößen, die einen gleichen Zahlenwert ergeben, selbstähnlich. Das heißt, es entsteht dann ein gleiches Strömungsbild. Wenn ich zum Beispiel eine Zylindergeometrie habe, eine gewisse Wärmeleistung einstelle und eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit, entsteht ein Bild. Wenn ich die Wärmeleistung variiere und dann die Zuluftgeschwindigkeit entsprechend dieser Gleichung variiere, entsteht exakt dasselbe Strömungsbild. Und wenn ich jetzt hier einen Zahlenwert finde, bei dem die Strömung konstant ist, also zum Beispiel oberhalb des Zahlenwertes ist die Strömung nicht mehr stabil und unterhalb des Zahlenwertes ist sie stabil, dann kann ich diese Gleichung auch als Stabilitätsgrenze nehmen und zum Beispiel nach der Strömungsgeschwindigkeit umformen. Wir machen nachher gleich ein Beispiel oder halt, da zeige ich mal, wie ich das entwickelt habe, was rausgekommen ist, dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen klarer. Dann, wenn ich eine stabile Strömung habe, wie lautet dann der funktionale Zusammenhang zwischen den Einflussgrößen und der Größe des kontaminierten Raums? Jetzt kann ich dann auch wirklich die Geometrie des kontaminierten Raumvolumens bestimmen und sagen, wie weit in den Raum das eben reinreicht. Und die Wohnungsaufgabe dann eben, kann ich damit auch Energie einsparen. Und wir beginnen mit Methoden. Ich habe hier zwei Methoden angewandt. Ich habe Experimente durchgeführt und CFD-Simulationen. Und ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf die Methoden eingehen, das wäre sehr umfangreich. Nur ganz kurz, ich habe sehr umfangreiche Experimente in unserem Forschungsreihenraum durchgeführt, habe eine Zylindergeometrie genommen mit einem Radius und einer Höhe und habe dann die konvektive Wärmeleistung und die Zuluftgeschwindigkeit variiert. Also eigentlich habe ich die elektrische Anschlussleistung variiert und die konvektive Wärmeleistung bestimmt und die Zuluftgeschwindigkeit variiert und habe 14 Kombinationen genutzt und dann die Ausdehnung des kontaminierten Raumvolumens gemessen für alle Fälle. Mit Laser-Doppler-Anemometer und war recht umfangreich. Dann habe ich mir auch das Strömungsbild angeschaut und versucht, so ein bisschen eine Grundahnung zu erhalten, wie das Ganze tickt und wie es funktioniert. Dann habe ich CFD-Simulationen erstellt mit denselben Randbedingungen und habe die CFD-Simulationen mit den Experimenten validiert und hatte eine sehr gute Übereinstimmung. Und dann habe ich in den CFD-Simulationen, ich habe hier noch den Chat offen, Entschuldigung. Dann habe ich in den CFD-Simulationen noch deutlich mehr variiert. Ich habe sowohl den Radius als auch die Höhe dieser Zylinderquelle variiert und natürlich auch die konvektive Wärmeleistung und die Zuluftgeschwindigkeit und hatte hier nochmal 480 Varianten und dafür eben dieses kontaminierte Raumvolumen, die geometrische Ausdehnung bestimmt und daraus dann meine Modelle entwickelt. Und wir fangen hier zunächst mal mit dem Thema des Stabilitätskriteriums an. Also man kann sich ja als Stabilitätskriterium einiges überlegen. Die Frage ist ja, wann ist denn die Strömung stabil? Ist die stabil, wenn der halbe Raum kontaminiert ist, der ganze Raum? Wann ist die Strömung stabil? Und hier habe ich mir eben mal die Experimente angeschaut und so ein bisschen Skalarfelder, Vektorfelder, einfach mal ein bisschen angeschaut, was da rauskommt, wenn man Zuluftgeschwindigkeit und elektrische Anschlussleistung variiert. Wir schauen uns mal das linke Bild an. Wir sehen hier die Zylinderquelle, die auch gleichzeitig eine Partikelquelle ist. Wir sehen hier das Skalarfeld der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt hier anscheinend keine Legende drin. Kurz zur Erläuterung. Rot heißt, die Luft geht nach oben. Blau heißt, sie geht nach unten. Jeder Punkt kennzeichnet einen Ort, an dem Partikel gezählt wurden. Also das Laser-Doppler-Anemometer eine Geschwindigkeit gemessen hat und es braucht Partikel, damit man überhaupt einen Messwert aufnimmt. Also waren dann überall, wo ein Punkt ist, waren Partikel da und entsprechend war auch das kontaminierte Raumvolumen da. Und außerhalb sind keine Partikel. Also ist die Luft kontaminationsfrei. Im ersten Fall kleine Wärmeleistung im Vergleich zur Zuluftgeschwindigkeit, also kleine Kraft nach oben im Vergleich zur Kraft nach unten. Und hier erkennt man, dass ein Wirbel entsteht, also eine Auftriebsströmung entsteht, die aber von oben durch die Verdrängungsströmung abgelenkt wird und es entsteht hier ein Wirbel. Und aus diesem Wirbel werden, das sieht man jetzt hier nicht, das erläutere ich nur dazu, werden einzelne kleine Wirbelstrukturen aus diesem Hauptwirbel ausgetragen, noch so ein kleines Stückchen weit in den Raum reingetragen, wirklich nicht weit in dem Fall. Und weil ja auch die Zylinderquelle rotationssymmetrisch ist und die Strömung von oben sehr dominiert, hat man im linken Bild den Fall, dass tatsächlich eine sehr stabile, auch örtlich stabile Strömung entstanden ist. Das heißt, diese Wirbel um die Quelle, die haben nicht rumgewabert,
Da hat es nicht sowas gegeben, sondern das war wirklich örtlich sehr begrenzt und sehr, sehr stabil. Wenn jetzt die Wärmeleistung erhöht wurde oder im Umkehrschluss die Geschwindigkeit reduziert wurde, ich habe jetzt hier im Beispiel einfach das Beispiel mit Wärmeleistung erhöht genommen, dann kam es vor, dass eben die Auftriebsfahne die Oberkante der Zylinderquelle doch deutlich überschritten hat und sich ein Auftriebsstrahl versucht hat zu formieren. Es würde sich ja eigentlich, wie bei der Quelllüftung, eine Auftriebsströmung, ein Auftriebsstrahl, so ein Freistrahl ausbilden, der nach oben gerichtet ist und der ist ja nicht starr, der steht ja nicht exakt an der Quelle, wie man es in den Bildern immer sieht, der wabert rum, der macht sowas, ein bisschen langsamer vielleicht. Und das bedeutet, in dem Bereich, als jetzt hier die Oberkante der Zylinderquelle eben überschritten ist, dann war das kein sehr stabiles System mehr, sondern es hat angefangen, ein bisschen rumzuwabern und das kontaminierte Raumvolumen wurde größer, deutlich größer. Und in dem Fall war eben auch diese Austragung dieser kleineren Wirbel deutlich weiter in den Raum hinein. Ja, und eben rumwabern und es war nicht mehr so stabil. Und da gibt es noch den dritten Fall, kann ich das hier mal kurz erklären. Es gibt noch den dritten Fall, den ich mal hier dargestellt habe, noch eine deutlich größere Wärmeleistung. Und in dem Fall haben sich dann wirklich sehr große Turbulenzstrukturen, ja, wurden halt einfach in den Raum rausgetragen, haben auch wirklich den gesamten Raum dann eingenommen und ja, es war alles kontaminiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir dann überlegt, was ist denn jetzt hier eine stabile Strömung? Nach meiner Definition, es gibt da ja keine feste Definition, und habe festgesetzt, irgendwas zwischen hier und hier. In allen Fällen, in denen die Oberkante der Zylinderquelle nicht oder wirklich nur sehr geringfügig überschritten wurde, war das Ganze eigentlich immer sehr stabil, räumlich begrenzt und auch recht starr, also nicht großartig rumgewabert. Hat diese Auftriebsfahne aber die Oberkante doch deutlich überschritten, dann ging es los mit Rumwabern und ja, mit einfach Instabilitäten. Also habe ich festgesetzt, dass die Oberkante der Zylinderquelle um weniger als 5% überschritten sein soll. Dann ist das für mich eine stabile Strömung und habe dann eben versucht, diese Einflussgrößen, also in dem Fall linkes Bild, das wäre in Ordnung und die zwei berechten Bilder nicht mehr, stabil, nicht stabil, nicht stabil, und habe dann versucht, diese Einflussgrößen, konvektive Wärmeleistung, Zuluftgeschwindigkeit, Radius und Höhe so zu wahren, dass für gleiche Zahlenwerte dieser Kombinationen ein gleiches Strömungsbild entsteht. Und habe herausgefunden, dass bei dieser Kombination die Strömungsbilder selbst ähnlich sind. Und bei einem Zahlenwert von 23.690, ja, entsteht genau der Übergang zwischen diesen zwei Bildern. Wenn der Wert höher ist bei dieser Kombination, übersteigt die Oberkante der Zylinderquelle, also übersteigt es das kontaminierte Raumvolumen die Oberkante der Zylinderquelle. Ist der Zahlenwert kleiner, sind wir in dem Bereich, übersteigt das kontaminierte Raumvolumen die Oberkante der Zylinderquelle nicht. Und mit dieser Gleichung kann man jetzt, wenn man dieses Stabilitätskriterium kennt, einfach die Gleichung umformen nach der Zuluftgeschwindigkeit. Und damit kann man dann die Zuluftgeschwindigkeit an diese Lasten im Raum anpassen und auslegen. Genau, also das wäre die erste Auslegungshilfe. Dann habe ich mir, wie schon angeschaut, wie groß ist denn dann für alle stabilen Fälle dieses kontaminierte Raumvolumen. Interessant ist dann natürlich die radiale Richtung von Zentrum der Zylinderquelle in radiale Richtung. Wie weit sind denn jetzt noch Partikel feststellbar und ab wann nicht mehr? Und die Höhe wird so gut wie fast gar nicht überschritten, also ist die Höhe auch nicht wirklich interessant. Und habe hier folgenden funktionalen Zusammenhang gefunden, ja auch wieder die Einflussgrößen verheiratet. Versucht, dass alle Ergebnisse, alle Radien, also der maximale kontaminierte Radius, dass sozusagen alle Werte von allen Kombinationen hier auf einer Trendfunktion liegen und auf einer Linie liegen, die ich dann mit einer Trendfunktion fitten kann. So, und das habe ich gemacht und auch einen sehr guten Fit erhalten. Und mit dieser Gleichung, wenn man jetzt auch noch die Exponenten aus meiner Promotionsschrift rausliest, kann man dann auch noch die maximale radiale Ausdehnung, in dem Fall hier des kontaminierten Raumvolumens, bestimmen. Ja, machen wir aber dazu mal ein Beispiel, damit man merkt, bringt das jetzt irgendwas, wie groß sind denn da jetzt die Ergebnisse, die Zahlenwerte, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Dazu habe ich mir natürlich die beliebteste Quelle, eine Wärme- und Partikelquelle im Rheinraum, angeschaut, den Menschen. Der ist natürlich nicht exakt eine Zylindergeometrie, muss man noch ein bisschen approximieren, und habe mal die Statistik angeschaut. Ein durchschnittlicher deutscher Bürger, erwachsener Bürger, ist 1,72 Meter hoch und damit meine ich einen Mittelwert aus Männern und Frauen und hat eine mittlere Körperoberfläche von 1,75 Quadratmetern.
Wenn man daraus einen äquivalenten Zylinder berechnet, wäre der 1,72 Meter hoch und 0,155 Meter im Radius. Dann habe ich mir mal ein paar verschiedene Aktivitäten rausgesucht. Das ist ja eher was ganz, ganz Leichtes, ganz Gemütliches. Und hier haben wir dann schon eher ja, eine stehende, etwas angeregtere Aktivität und hier eine schwere körperliche Arbeit mit den entsprechenden konvektiven Wärmeleistungen mal aus der Literatur extrahiert. Diese Stabilitätsgleichung genutzt, aufgelöst nach der Zulufgeschwindigkeit und dann mal ein paar Werte generiert. Und was sieht man hier? Wenn man eine leichte körperliche Aktivität hat, kommt man in irgendeine Richtung von 0,2 Meter pro Sekunde als Zulufgeschwindigkeit, damit eben diese Auftriebsströmung die Oberkante, in diesem Fall aber so um weniger als 5% übersteigt. Und selbst bei einer schweren körperlichen Aktivität, also wenn man eine sehr hohe konvektive Wärmeleistung abgibt, ist man immer noch unter 0,3 Meter pro Sekunde. Also ist man schon ein Stück weit von 0,45 Meter pro Sekunde weg und selbst wenn man noch einen Sicherheitszuschlag draufrechnen würde, wäre man immer noch ein Stück weit drunter. Nun habe ich ja dieses Stabilitätskriterium angewandt. Das bedeutet, Kombinationen, also wenn ich diesen Zahlenwert habe, dann sind alle Kombinationen aus diesen Einflussgrößen hier, ja, geben ja dasselbe Strömungsbild. Deshalb muss hier auch überall dasselbe maximale kontaminierte Radius entstehen. Wenn ich jetzt diese zweite Gleichung hier anwende und mal alles brav eintippe, kommt überall 0,8 Meter raus. Also vom Kern bis 0,8 Metern reicht dann mein kontaminiertes Raumvolumen. Ja, wie viel Energie kann man dann damit einsparen, wenn man jetzt beispielsweise mal ja, eine dieser Geschwindigkeiten anwendet? Hierzu habe ich, Hierfür habe ich mal eine kleine Rechnung, eine Beispielrechnung gemacht, vielleicht ein paar Erläuterungen dazu. Ich habe unseren Forschungsreinraum als Beispiel verwendet. Das ist ein Raum eben mit 4,8 mal 4,8 Metern in der Kantenlänge. Der Raum ist 2,7 Meter hoch. Und dort habe ich mir den elektrischen Energiebedarf, also nicht den Energiebedarf, sondern die Leistungsaufnahme der Ventilatoren angeschaut, der Ventilatoren, der Filterventilatoreinheiten, bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten. Die Referenz ist dann 0,45 Meter pro Sekunde, das wäre dann P-elektrisch Referenz. Und hier sind die Hauptbestandteile, die den größten Druckverlust erzeugen, der Filter, das Filterelement, das einen Druckverlust von ungefähr 150 Pascal bei 0,45 Metern pro Sekunde hat. Und dann haben wir noch ja, ein Kühlregister, das eingebaut ist mit 10 Pascal ungefähr bei diesem Wert hier. Dann haben wir noch einen Doppelboden, also die perforierten Lochplatten, die auch nochmal ein bisschen was erzeugen, auch nochmal ungefähr nicht ganz 10 Pascal bei 0,45 Meter pro Sekunde. Und das Kanalnetz macht im Grunde fast gar nichts aus. Und dann habe ich mir eben die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ausgerechnet, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit reduziere. Und jetzt sehen wir hier das Einsparpotenzial. Wenn ich jetzt also mal in die Tabelle gehe, oder jetzt mal vielleicht auch ins Diagramm, und mal eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,2 Meter pro Sekunde nehme, dann kann ich über 80% der elektrischen Anschlussleistung reduzieren. Entsprechend, wenn ich halt eine gewisse Betriebszeit habe, auch über 80% der elektrischen Energie, die ich für die Ventilatoren aufwende. Ja, und selbst wenn ich 0,3 Meter pro Sekunde habe, spare ich mir immer noch über 67%, also nicht von 0,27 Meter pro Sekunde, 67% der Ventilatorleistung ein. Selbst wenn ich nur auf 0,4 Meter pro Sekunde reduzieren würde, würde ich mir noch 20% einsparen. Und hier sieht man, dass ein wirklich erhebliches Einsparpotenzial besteht. Und auch wenn man sich jetzt in der Praxis nicht traut, hier nach unten zu gehen, auf 0,2, ich kann verstehen, dass da manche Leute sagen, ui, das ist aber wenig. Wenn man schon auf 0,4 Meter pro Sekunde geht, selbst dann hat man eine erhebliche Einsparung und sollte wirklich überlegen, ob man in den Reinräumen mit THV nicht auch einfach mal die Strömungsgeschwindigkeit nach unten hin anpasst. Ja, an dieser Stelle würde der dritte Break kommen. Vielleicht beende ich einfach die Präsentation und wir gehen dann einfach im Anschluss in die Diskussion. Genau. Und wer noch mehr dazu wissen will, hat die Möglichkeit, mich anzusprechen oder einfach mal meine Promotionsschrift herunterzuladen. Unter diesem Link ist sie frei verfügbar auf Deposit Once an der TU Berlin runterzuladen oder einfach meinen Namen googeln und Promotionsschrift oder Dissertation und schon kommt man zum selben Ergebnis. Es ist sehr spannend, was da drin steht. Es ist natürlich alles deutlich umfangreicher erläutert. Ja, und damit eine kurze Zusammenfassung dieser Präsentation. Wir haben uns mit dem Thema turbulenzarme Verdrängungsströmung bzw. THV beschäftigt.
Und ich habe hier erläutert, dass es eigentlich eine turbulente Verdrängungsströmung mit geringem Turbulenzgrad ist. Außer man nutzt ein Laminarisatorgewebe, dann hat man tatsächlich eine laminare Strömung. Der Stand der Technik ist, dass man eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,45 Metern pro Sekunde plus minus 20% hat. Wenn man Leute in der Praxis fragt, die kennen alle genau diesen Wert. Die meisten wissen gar nicht, woher es kommt. Und es gibt schon eine Bestrebung der Energieeinsparung, vor allem in der Halbleiterindustrie, also in der Normenwelt und Richtlinienwelt. Aber da steht auch nicht so ganz genau, wie man es machen kann. Und man muss mit sehr viel Aufwand sich das dann erarbeiten. Ich habe mit dem kontaminierten Raumvolumen versucht, funktionale Zusammenhänge aufzuzeigen, einfache funktionale Zusammenhänge, mit der man dann die Strömungsgeschwindigkeit an die Lasten im Raum anpassen kann. Natürlich gilt das nicht für jeden Fall, aber für einige Fälle sieht man schon, dass da ein Einsparpotenzial ist, das man ganz gut anwenden könnte. Und insgesamt ist das Einsparpotenzial, das energetische Einsparpotenzial wirklich hoch. Und ja, es wäre sehr schön, wenn das auch angewandt werden würde und wenn man auch allgemein immer weiter in Richtung dieses Bestrebens gehen würde, die Zulaufgeschwindigkeit zu reduzieren. Ja, genau, damit beende ich mal diesen Teil der Präsentation und bin sehr gespannt auf Fragen, auf Anregungen und auf einen Wissensaustausch in diesem Bereich.